So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zum Webinar Einführung in das Common Information Model CIM Interoperabilität im Smart Grid ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Sebastian Kosslers. Ja, wie gesagt, das Thema ist heute Einführung in CIM Interoperabilität im Smart Grid. Gehalten wird dieses Webinar vom Herrn Rainer Rüdiger. Sie sehen dort die Daten von Herrn Rüdiger. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass er dann dieses Webinar hält. Wie Sie sehen, ist der Herr Rüdiger auch schon in diesem Thema sehr gut drin, ist auch im Normungsgremium Arbeitskreis K952.0.14 drin. Und ja, wie gesagt, mein Name ist Sebastian Kosslers, ich bin der Referent für den Bereich Smart Energy und darf heute etwas moderieren. Herr Rüdiger, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank, Herr Kosslers, für die Einleitung und Vorstellung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Webinar. Das ist das erste von geplanten drei Webinaren zur Vorbereitung auf den DKE-CIM-Workshop im Oktober diesen Jahres. Und dieses Webinar soll Ihnen einen Überblick über das Common Information Model CIM, den Einsatz von CIM und wer die Nutzer von CIM sind, geben. Ich selbst bin durch meine berufliche Tätigkeit 2005, 2006 intensiver mit CIM in Berührung gekommen. Es ist mittlerweile auch schon bald über zehn Jahre her. Und ich war sehr schnell begeistert von den Methoden, den Anspruch, den CIM hat und auch dem Potenzial von CIM. Da hat sich auch nichts dran geändert in den 10 Jahren. Was zu dem Zeitpunkt aber auffällig war, es gab zwei CIM-Welten. Das erste ist in Nordamerika. Ohne CIM zu dem Zeitpunkt schon zu thematisieren, ging praktisch nichts mehr. CIM wurde in den Ausschreibungen gefordert und war in den Grundzügen auch sehr wohl bekannt. In Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland war das nicht wirklich von Interesse. Das hat sich mittlerweile glücklicherweise etwas geändert. Trotzdem glaube ich, dass das Thema bei uns noch nicht unbedingt da ist, wo es hingehört. Die Agenda für die nächste halbe Stunde, 40 Minuten sieht so aus. Bevor wir in die Einführung und den Überblick von CIM gehen, zeige ich Ihnen zuerst ganz allgemein einen Anwendungsfall für CIM und warum CIM dafür sehr sinnvoll sein kann. Bei der Einführung und Grundlagen des Common Information Models CIM gehen wir kurz auf die Historie ein. Dann, wie komme ich von dem CIM-UML, von dem Informationsmodell, tatsächlich in die Nutzdaten? Was hat es mit Erweiterungsmöglichkeiten auf sich und wie schaut die Harmonisierung mit anderen Standards aus? Danach werden wir uns der Frage widmen, ob ich mich als potenzieller Anwender aktiv mit CIM beschäftigen soll. Und Sie ahnen vermutlich schon die Antwort, ansonsten wäre es nicht auf der Agenda und ich zeige Ihnen auch, wo Sie nötige Informationen finden können. Zum Schluss der Präsentation eine kleine Zusammenfassung, bevor wir dann zu den Fragen und Antworten oder Anregungen für den geplanten DKE-CIM-Workshop auch tatsächlich kommen. Heute haben wir vielfältigste Systeme in den unterschiedlichen Abteilungen eines Unternehmens im Einsatz. Die werden dort betrieben und werden dort auch entsprechend gepflegt. Und obwohl alle irgendwie mit dem elektrischen Energienetz zu tun haben, sind es doch verschiedenste Sichten auf die Daten. Die gleichen Daten heißen manchmal oder oft unterschiedlich und wir verwenden auch verschiedenste Sprachen. Ein Beispiel dafür mag zum Beispiel ein Leistungsschalter sein, der ist in allen Systemen vorhanden, teilweise mit unterschiedlichen Attributen, weil ich habe zum Beispiel eine Sichtweise, die das Asset-System hat und ich habe eine Sichtweise, die das Netzleitstellensystem hat. Die sind definitiv in Teilen unterschiedlich, manchmal aber auch gleich. Das heißt, ich habe unter Umständen Duplikate in meinem System. Da stellt sich dann die Frage, welches System hat die Mastership von den Daten und in welchem System ist die Qualität dieser Informationen am höchsten. Und teilweise haben die gleichen Attribute auch unterschiedliche Namen. Und dann stellt sich immer die Frage, wenn es um Integration geht, ist das das Gleiche, was beide Systeme verstehen oder ist es vielleicht doch was Unterschiedliches?
Allgemein haben wir auch einen erhöhten Kostendruck bei den Energieversorgungsunternehmens und zunehmende Mengenanforderungen, was die Objektanzahlen anbelangt. Auch vielfältige Schnittstellen kommen dazu. Und infolge der Energiewende und der damit einhergehenden Aufgabenstellungen wird verstärkt auch der Einsatz von genormter Schnittstellen gefordert. Wenn wir dieses Bild angucken, verschiedene Systeme, die sich miteinander unterhalten können und auch verschiedene Modelle haben, so kann man das durchaus allgemein verstehen. Das trifft zum Beispiel für Systeme im eigenen Unternehmen zu, zum Beispiel als Asset-System, dann gibt es vielleicht ein System Netzführung, ein System Netzplanung und ein Kundensupport-System. Es können aber auch Applikationen in einem System, wie zum Beispiel die Netzleitstelle sehen, und da haben wir dann Applikationen wie SCADA, Optimierungsfunktionen, Einsatzplanungsfunktionen, Marktfunktionen zum Beispiel. Oder aber ich habe auch Systeme in einem Verbund, so wie es vielleicht im N2E-Verbund von den Übertragungsnetzbetreibern ist. Da habe ich einfach, jedes System ist eine andere Netzleitstelle eines Übertragungsnetzbetreibers. Und zukünftig wird es auch eine Schnittstelle von den Übertragungsnetzbetreibern zu den Verteilnetzbetreibern geben. Sie wissen, dass wir, wenn wir Informationsaustausch machen, das über ein gemeinsames Modell machen. Wir werden keine Punkt-zu-Punkt-Verbindungen heutzutage mehr machen. Das heißt, ich muss mir mit meinen Systemen ein gemeinsames Modell überlegen, da und die Information oder die Transformation von dem spezifischen Modell in das gemeinsame Modell erfolgt dann über Gateways und über Konverter, die das Mapping auf die einzelnen Systeme machen, und somit können sich die verschiedenen Systeme unterhalten. Wenn wir dieses Modell schon erarbeiten müssen, dann stellt sich die Frage, warum mache ich das nicht gleich mit dem Common Information Model CIM? Das Common Information Model CIM ist anhand von Erfahrungen und von Experten der EVUs für die Belange der elektrischen Energieversorgungsindustrie entwickelt, und zwar speziell für die Belange der elektrischen Energieversorgungsbenehmen von Beratern, von Herstellern und so weiter. CIM modelliert Daten von unterschiedlichen Domänen und muss konsistent sein. Zum Beispiel diesen Leistungsschalter, den ich vorhin benannt habe, gibt es in einem Asset-System als auch im Netzleitstellensystem. Und CIM hat einen CIM-Standards generell haben eine Reife mittlerweile erreicht, die einen erfolgreichen Einsatz ermöglichen. Das heißt, CIM ersetzt eine Vielzahl von proprietären Austauschformaten und erleichtert die Integration von Systemen und die Wartbarkeit der Austauschinformationen. Das heißt auch, ich erspare mir grundlegende Definitionen von Basisstrukturen. Ich muss mir nicht überlegen, wie ein Leistungsschalter ausschaut, so dass es in jedem System irgendwie passt, sondern ich kann diese Basisdefinitionen von CIM nehmen und kann mich letztendlich fokussieren auf die betrieblichen Abläufe und auf die Qualität der Daten. CIM wird verwendet, um gemeinsames Verständnis und damit eine effektive Zusammenarbeit, und da meine ich zwischen Mensch und Maschine und System innerhalb des Unternehmens, des Projekts oder der Systeme zu erreichen. Das heißt, ich habe hier eine gemeinsame Sprache. Und dies soll natürlich auch sicherstellen, dass alle Beteiligten auch das Gleiche meinen. Das war ein grober Überblick. Jetzt kommen wir ein bisschen zu der Einführung und die Grundlagen des Common Informationsmodells, die historische Entwicklung. CIM fängt tatsächlich schon 1992 an, also am Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Da gab es das sogenannte Control Center Application Program Interface. Da hat man festgestellt, oder warum gab es diese Taskforce letztendlich? Man hat festgestellt, wenn man neue Applikationen in seinem eigenen System braucht, dann ist es sehr inflexibel und man hat sehr hohe Kosten bei der Integration in mein bestehendes Energiemanagementsystem. Das hat mehrere Gründe. Einmal gibt es keine Interoperabilität zwischen den Herstellern, weil jeder ein spezielles Datenbankdesign hat, weil jeder proprietäre Schnittstellen hat und natürlich die Software die eigenen. Und im Laufe dieser Taskforce-Arbeit wurde aber sehr schnell klar, dass für diese Interoperabilität eine ganze Anzahl von Standards benötigt wird, und CIM war die nötige Basis dafür.
Dann ist 1996 die Übergang der ZIM-Aktivitäten an IEC, das Technische Komitee 57, auf die Arbeitsgruppe 13 und 14, wobei die Arbeitsgruppe 13 für die Übertragungsnetze zuständig ist, die Arbeitsgruppe 14 für die Verteilnetze zuständig ist. Und 2000 gab es dann auch noch ein Event, nämlich das NERC. Und NERC ist eine nordamerikanische Organisation, welche für die Koordinierung der elektrischen Stromnetze im nordamerikanischen Raum zuständig ist. Im Prinzip so in ihrer Funktion vergleichbar mit dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber NZOE bei uns. Und die haben 2000 vorgeschrieben, dass die Netzdaten über ZIM auszutauschen sind. Und es gab auch schon die ersten Interoperabilitätstests zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Hersteller und Anwender getroffen haben und dann tatsächlich Übertragungsnetze von einem System von Hersteller A auf zum anderen System übertragen haben und mal geguckt hat, ob sich die verstehen und ob da jeder das Gleiche versteht. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man letztendlich in diesen Interoperabilitätstest auch überprüft, ob die Definitionen, die man vorher gemacht hat, auch in der Praxis tatsächlich anwendbar sind. 2005 gab es dann die erste Version von IEC 61/71-301. Das ist die Basis für ZIM. Und es gab auch die Gründung der ZIM Users Group unterhalb der UCA Users Group. Und die dient letztlich dazu, dass man das ganze Thema ZIM etwas promoten wollte, ein bisschen mehr bekannt geben wollten, aber auch, dass ein Erfahrungsaustausch stattfindet. Diese ZIM Users Group findet zweimal jährlich statt. Die Frühlings-ZIM Users Group ist in Europa in der Regel und die im Herbst gibt es nochmal einen im nordamerikanischen Raum. Dient als Erfahrungsaustausch. Es gibt Präsentationen, was andere bereits mit ZIM gemacht haben und man kann auch Rückmeldungen bezüglich an die Anwender und den Hersteller, Berater und Standardisierungsgremien geben, wo unter Umständen noch Nacharbeiten zu tun sind und was sich verbessern lässt. 2008 hat sich UCTE, der Vorläuferorganisation von NZOE, zu ZIM bekannt. Das war dann so ein bisschen der Startschuss, dass auch das Thema ZIM in Europa Fuß gefasst hat. 2009 hat der NIST, National Institute of Standards and Technology, ZIM als Einschlüsselstandard für Smart Grid Interoperabilität festgelegt und identifiziert, genauso wie 61.850. 2010 wird ZIM auch in der deutschen Normungsroadmap E-Energy Smart Grid erwähnt und empfohlen. Im gleichen Jahr migriert NZOE zu ZIM und erarbeitet das NZOE-Profil für statischen und dynamischen Modellaustausch. Und 2014 gibt dann NZOE den ersten Command Grid Model Exchange Standard raus. Erstmalig veröffentlicht wurde im Dezember 2013. Der letzte Stand ist vom August 2014. Und dieser Standard definiert die Software-Schnittstellen zwischen den NZOE-Mitgliedern zum Austausch der durch die NZOE und die Übertragungsnetzbetreiber festgelegten Geschäftsprozesse. Das ist eine Darstellung, die zeigen soll, wie die einzelnen Domänen über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren können. Das Ziel von ZIM war ein gemeinsames oder ist ein gemeinsames Informationsmodell zu entwickeln, das die elektrischen Netzasset-Daten, Zählerdaten, Fahrpläne und so weiter definiert. Das ZIM ist nicht an eine bestimmte Anwendung und deren Sicht auf die reale Welt gebunden, aber, und das ist wichtig, es ermöglicht, das gleiche Modell in allen Anwendungen zu verwenden, um den Informationsaustausch zwischen den Anwendungen zu erleichtern. Das heißt, es ist domänenübergreifend. Es ist redundanzfrei, das ist auch ganz wichtig. Und es ist eindeutig, die Informationen sind eindeutig identifizierbar in jeglichen Domänen. Was auch interessant ist, dass dieses Modell auch unterschiedliche Use Cases in den jeweiligen Systemen berücksichtigt und was es natürlich dann wieder für ein gemeinsames Modell unheimlich spannend macht. Beispiel auch hier wieder ein Leistungsschalter im Asset-System und Netzleitstelle.
wenn dieser Leistungsschalter tatsächlich mal ausgetauscht wird im Feld. Ich habe vorher einen Leistungsschalter von einem bestimmten Typ, der wird ausgetauscht mit einem neuen Typ, dann interessiert sich das Asset in der Regel für den Hersteller, den Typ, meinetwegen Wartungsintervall. Und wenn dieses Asset tatsächlich ausgetauscht wird, dann ist es ein neuer Datensatz. Das heißt, ich lösche den alten, ich archiviere den vielleicht und dann bringe ich den neuen ein und es ist ein komplett neuer Lebenszyklus im Asset-System. Also wirklich alten löschen, neuen einbringen und dann lebt der wieder weiter. Wenn ich da die Netzleitstelle angucke, dann ist das natürlich ganz anders, weil für das Netz, das heißt für die topologische Zusammenschaltung in dem ganzen Netz, ändert sich durch den Ein- und Ausbau von dem Leistungsschalter eigentlich nichts. Und solange dieser topologische Zusammenhang bestehen bleibt, soll sich auch nichts ändern, weil die anderen Übertragungsnetzbetreiber zum Beispiel, die interessiert es ja gar nicht, dass diese Leistungsschalter ausgetauscht wurde. Wenn der Topologie behält, dann bleibt alles beim Alten. Und wenn ich die Workflows in der Netzleitstelle angucke, muss über den Austausch diese Leistungsschalter sogar vorhanden bleiben, weil ich muss freischalten, ich muss verfügen. Ich habe unter Umständen einen geplanten Ausfall, den ich damit entsprechend bearbeiten kann. Und was auch ganz wichtig ist, dieser Leistungsschalter muss nach dem Austausch auch wieder im Archiv wiedererkannt werden. Das heißt, ich habe hier eine Kontinuität. Und ich darf in der Netzleitstelle nicht gezwungen sein, diesen Leistungsschalter zu löschen und wieder neu zu erfassen, sondern es bleibt einfach der gleiche Leistungsschalter. Und das Schöne an SIM ist, dass diese Workflows und diese Use Cases wirklich berücksichtigt sein, indem das so modelliert ist, dass sowohl im Asset-System das alles gemacht werden kann, als auch in der Netzleitstelle und sich trotzdem die beiden Systeme verstehen. Vom Informationsmodell habe ich dann Schnittstellen. Schnittstellen werden über Profile definiert und ein Profil ist ein kontextabhängig auf einen konkreten Anwendungsfall zugeschnittene Untermenge des gesamten Modells. Und es gibt drei Hauptstandards, das ist vielleicht auch ganz noch wichtig. Das ist 6179. Das sind im Prinzip die Erweiterungen oder die Basis und die Belange, die die Übertragungsnetze brauchen. Darauf aufbauend haben wir die 61968. Das sind die Erweiterungen für die Verteilnetzbelange. Und nochmal darauf aufbauend haben wir IEC 62325. Das sind die Erweiterungen für den Energiemarkt. Das heißt, SIM ist ein Satz von Standards und nicht nur einer. Wenn wir uns hier mal gucken, wo denn der Fokus noch drin ist, so haben wir bloß einen Auszug aus den einzelnen Standards. Hier für die Arbeitsgruppe 13, Modellierung elektrischer Netze aus Sicht eines Übertragungsnetzbetreibers für Online-Betrieb und Offline-Analyse mit ein paar Auswahlen an Standards. Die Profildefinitionen hier bei 61.79 sind hauptsächlich Richtung Austausch von Energienetzdatenmodellen. Arbeitsgruppe 14 für die Verteilnetze, das ist die erweiterte Modellierung der elektrischen Netze aus der Sicht eines Verteilnetzbetreibers inklusive der Applikationen. Und Sie sehen hier schon allein von den Interface-Standards und hier auch, so wie ich das eingetragen habe, da geht es mehr um das Nutzdatenaustausch für die Systemintegration. Daneben gibt es noch Arbeitsgruppe 16, das ist für die Marktbelange, und Arbeitsgruppe 19, das sind übergreifende Themen und Formalisierungsthemen. Die gucken im Prinzip über die Konsistenz über die einzelnen Arbeitsgruppen hinweg, dass die erhalten bleibt. So, und der Nutzen davon ist, wie gesagt, dass fast alle von den EVUs benötigten Energienetzdatenmodelle und Nachrichtenaustauschschema, das sind bereits als IEC-Standard definiert und können verwendet werden. Ganz schnell über die Architektur des Common Information Models. Von SIM UML zu den auszutauschenden Nutzdaten. Wir haben hier eine Ebenenarchitektur. Einmal haben wir das Informationsmodell, die kontextabhängigen Profile und letztendlich die Message-Syntax, die beschreibt, wie das Format für die Instanzdaten auszusehen hat und wie dann die Nutzdaten tatsächlich auch rauskommen. Ich gehe in jeweils einer weiteren Folie etwas genauer auf jeden einzelnen Punkt ein und dabei werde ich dann auch die Bedeutung hinsichtlich der Implementierung in der Operabilitätstest und SIM Compliance behandeln. Gehen wir zuerst auf das SIM UML, das Informationsmodell. Das ist ein verallgemeinertes Modell aller Objekte des elektrischen Energienetzes und deren Beziehungen untereinander.
Das ist ein objektorientiertes Modell und das bildet reale Objekte auf Informationseinheiten ab, die innerhalb der Wertschöpfungskette der Elektrizitätswirtschaft ausgetauscht werden. Es bietet eine gemeinsame Semantik für den Informationsaustausch. Es ist anwendungsunabhängig deshalb und es gibt einmal Klassen. Und die Klassen beschreiben die Objekte, ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen mit anderen Objekten. Zum Beispiel, dass es Transformatoren gibt, die in Unterstationen enthalten sind. Und diese Transformatoren haben Namen, haben Betriebsspannungen und so weiter. Derzeit im ZIM-UML-Modell haben wir ungefähr 1600 einzelne Klassen, mal als Hinweis. Und dann gibt es letztendlich noch die Instanzen und die beschreiben dann die spezifischen Objekte einer Klasse, das im tatsächlichen System existiert. Zum Beispiel der Transformator. Es gibt einen Transformator 4711 in der Unterstation Frankfurt am Main West und so weiter und mit den entsprechenden Kennungen. Wenn wir jetzt mal an die ZIM-Compliance denken, eine ZIM-UML-Compliance gibt es nicht, weil das Modell ganz allgemein, das ist ein Informationsmodell, ist riesengroß. Es ist in diesem Sinne auch nicht zulässig, ein ZIM-Compliance-Bezug auf der UML-Seite zu fordern, weil es kein Produkt gibt, das das je implementieren wird. Wenn Sie an die Domänendarstellung von vorhin denken, da sind einfach viel zu viele einzelne Systeme da, die immer nur ihren speziellen Teilbereich brauchen. Das Profil, die nächste Ebene. Das Profil spezifiziert nun tatsächlich die Informationsstruktur der auszutauschenden Informationen durch eine Definition von der kontextabhängigen Untermenge des gesamten Modells. Also wenn wir eine Schnittstelle implementieren wollen und unser ZIM dafür angucken, dann brauchen wir uns nicht mit 1600 UML-Klassen zu beschäftigen, sondern wir nehmen nur die typischerweise 10 bis 50 ZIM-Klassen, die dafür tatsächlich gebraucht werden. Also es ist wesentlich weniger, mit dem man sich dann tatsächlich auch beschäftigen muss. Die Schnittstellen werden über Profile definiert. Also bei 1 sollte ich vielleicht noch sagen, bei diesen Profilen gibt es obligatorische und optionale Informationen. Das heißt, ich schränke immer das Modell ein. Und es ist wichtig, dass keine zusätzlichen Informationen tatsächlich auch hinzugefügt werden. Die Produkte implementieren die Unterstützung von diesen Profilen. Zum Beispiel, es gibt einen ZIM-XML-Import-Export, der die Daten in eine Datei schreibt, oder es gibt eine Enterprise-Service-Adapter-Unterstützung, die eben für ZIM-Messages verwendet wird. Schnittstellen werden immer über Profile definiert und eine Profildefinition betrifft typischerweise auch mehr als nur eine Schnittstelle. Und jetzt haben wir wieder die Tatsache, dass diese Interoperabilitätstests tatsächlich gegen die Profile durchgeführt werden und nur gegen die Standardprofile. Wenn ich Erweiterungen mache, da komme ich später noch dazu, sind die natürlich nicht in einem Interoperabilitätstest vorhanden. So, ZIM-Compliance wird gegen die Profile definiert und Profildefinition nach wie vor 61.79 für den Austausch von Energienetzdatenmodellen und für 61.68 Nutzdatenaustausch für Systemintegration. Jetzt kommen wir langsam zu den tatsächlichen Nutzdaten. Bis jetzt gab es nur Definitionen. Es ist nur ein Modell der realen Welt. Es gibt keinen Austausch von Daten. Und nun können wir über die Message Index das Format für die Instanzdaten, Nutzdaten tatsächlich beschreiben. Dies wird für die Implementierung benötigt. Und da gibt es das XML, wird über XML-Schema oder RDF-Schema als Austauschformat definiert, kann Elemente umbenennen, verändert Assoziationen und es gibt auch eine Abbildungsvorschrift für verschiedene Technologien, die definiert werden können. Eine Implementierungstechnologie wie XML wird zur Schemaerstellung für die Serialisierung der Instanzdatendateien oder der Informationsmeldungen verwendet und daraus resultieren natürlich, dass wir Standards für Energienetzdatenmodelle in Dateien zum Austauschen haben, als auch Standards für die Informationsmeldungen. ZIM, was wichtig ist, ist kein Kommunikationsprotokoll. Die Art der Datenübertragung ist absichtlich nicht definiert und offen und empfohlene Mechanismen sind Java Message Service und Web Services.
Wenn wir mal auf das Security-Thema gehen, Security-Themen werden selbst in SIM nicht nochmal speziell behandelt. Wir befinden uns eh in der Umgebung für kritische Infrastruktur und da werden die entsprechenden Anstrengungen in den Systemen und die Workflows unternommen, damit das alles sicher ist. Und natürlich habe ich hier auch meine Schnittstellen und die müssen mit berücksichtigt werden. Das ist jetzt nochmal ein kleines Überblicksthema. Also ich habe hier mein reales Objekt Transformator. Dieses reale Transformator-Objekt wird auf das ZIM-UML-Modell abgebildet und dann letztendlich das tatsächliche Austauschformat dargestellt. Hier ist es RDF. Und damit kann ich dann die Informationen von einem System in ein anderes System übertragen. Jetzt kommen wir noch auf die Erweiterbarkeit. Jetzt haben wir gesagt, okay, ZIM ist so groß, deckt fast alles ab. Und trotzdem ist in den realen Anwendungen manchmal oder eigentlich in der Regel die Notwendigkeit, dieses Modell zu erweitern. Und wenn wir das Beispiel von ganz am Anfang nehmen, man sieht hier auch, dass das Common Information Model nicht die gesamte Datenmodellwolke abbildet, sondern ich habe hier immer spezielle Erweiterungen, die mit zu berücksichtigen sind. Und das ist hier auch in unserem Anwendungsfall dargestellt. So, und für diese Erweiterung gibt es natürlich auch gute Gründe, weil es gibt einmal, ich möchte Altdaten übernehmen und die sind unter Umständen nicht vollständig in ZIM abgebildet. Da muss ich was tun. Es gibt unter Umständen neue Anwendungsfälle wie Gas- oder Wassernetze, die noch nicht standardisiert sind. Ich brauche die aber für meine Interoperability, für meinen Austausch mit den Systemen. Also muss ich das modellieren können. Oder aber es gibt existierende Klassen, die ich einfach, um noch nicht modellierte Komponenten abzudecken, einfach erweitere. Und das Gute an ZIM ist, das ist auch geregelt, wie das gemacht wird. Das wird über sogenannte Namespace-Zuordnungen geregelt. Und über diese Namespace-Zuordnung kann ich eine klare Trennung von Erweiterungen vom Standard herstellen. Und damit kann ich auch sehr leicht eine Kompatibilität von standardbasierten Schnittstellen sicherstellen. Zum Beispiel, wenn ich eine Import-Export-Schnittstelle habe, dann kann die ja so auch programmiert werden, dass wenn ich erweiterte Klassen habe und Informationen, dass ich die einfach ignoriere und ich berücksichtige zum Beispiel bei Austausch über mehrere Unternehmen heraus nur die ZIM. Anwendungen, während ich im Unternehmen vielleicht noch zusätzliche Informationen habe. Diese Erweiterung, hatte ich vorhin schon mal gesagt, sind kein Bestandteil von ZIM, von Standard Interoperabilitätstest. Es gibt auch keine ZIM-Compliance über diese Erweiterungen. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir uns mal den N2E-Anwendungsfall angucken. N2E hat ja für die europäischen Übertragungsnetzbetreiber extra das ZIM als Basis genommen und Erweiterungen entwickelt. Diese Erweiterungen sind genau für die TSOs zugeschnitten und wenn N2E das macht, kann natürlich N2E auch hergehen und kann sagen, okay, jetzt mache ich Konfirmitäts in der Interoperability-Test für mein CGMS, da stehen alle meine Erweiterungen drin, damit ich sicher bin, dass in meinem Umfeld das alles passt. Ist aber mehr als das, was ZIM kann. Aber N2E hat es definiert, also können Sie auch eigene Interoperabilitätstests über Ihre Erweiterung, über das N2E-Profil machen. Noch ein Thema, Harmonisierung hatte ich noch. Ich habe im Prinzip etablierte Standards im Smart Grid, das heißt, meine ganze Unterstationsautomatisierungswelt spricht IEC 61850 und die Leitstellenebene spricht IEC 61979. Das kann man auch nicht so einfach mal ändern oder vereinheitlichen, das heißt, diese Welten wird es immer geben. Was man aber macht, ist eine sogenannte Harmonisierung, das heißt, ich versuche zu beschreiben, was man mappen kann, was identisch ist. Es gibt aber unter Umständen auch Vorschläge, was man in ZIM oder in 61850 in dem Fall ändern könnte, in neueren Versionen, um ein Mapping einfacher zu gestalten. Und ein Anwendungsfall hier ist zum Beispiel Wiederverwendung von IEC 61850 Engineering-Daten.
SCD-Daten in der Netzleitstelle. Wenn ich das in der Unterstationswelt schon einmal beschreibe, möchte ich es nicht nochmal in der Netzleitstellenebene beschreiben, sondern ich möchte die Daten mehr oder weniger eins zu eins übernehmen. Das ist Ziel der Harmonisierung. Und es gibt auch weitere Harmonisierung, zum Beispiel aus dem nordamerikanischen Smart Grid Markt. Da gibt es ein Multispeak, was quasi eine Vorläufer-Implementierung von ZIM ist. Da gibt es eine Multispeak-ZIM-Harmonisierung und es gibt auch OpenADR-ZIM-Harmonisierungen. Also so macht man das in der Regel. Es wird nicht ein einheitliches, vereinheitlichtes Modell gebildet, sondern man lässt die Standards so, wie sie sind und versucht, ein Mapping zwischen den einzelnen Standards herzubekommen. So. Mir ist bewusst, dass das ein Schnelldurchgang durch ZIM war. Ich hoffe dennoch, dass ich einen vernünftigen Überblick geben konnte. Und wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage, ob ich mich mit ZIM beschäftigen muss und wo die Informationen herkommen. Es gibt zwei Kernaussagen, die ich versucht habe darzustellen. Das eine ist, ZIM ist ein Satz von Standards, der eine Systemintegration und einen Informationsaustausch basierend auf einer gemeinsamen Sprache ermöglicht. Da ist es gemeinsame Sprache wichtig und ZIM wird verwendet, um gemeinsames Verständnis und damit eine effektive Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, des Projektes oder Systeme zu erreichen. Das heißt, für so ein Integrationsprojekt kann ich meinen Partner oder die anderen Systeme nur verstehen, wenn ich diese Sprache auch verstehe und gegebenenfalls aktiv spreche. Manchmal hört man, dass das Thema ZIM Sache der Hersteller ist, das heißt, die Hersteller sollen ZIM implementieren und danach kann ich das einfach verwenden. Ich hoffe, es ist schon ein bisschen rausgekommen. Das ZIM ist so groß, dass ich das nicht einfach machen kann. Ich habe meine Profildefinition, ich muss meine Schnittstellen implementieren. Und ich habe ganz andere Möglichkeiten mit den Erweiterungen auch, dass ich hier eigene Informationsmodelle mir zusammenbaue und die Systeme miteinander zu verknüpfen. Und wenn wir mal auf das Fernwirkprotokoll TC 101 oder 104 schauen, da würde ich das fast bejahen. Die beteiligten Hersteller, sei es Fernwirkgeräte und Leitsysteme, machen ihre Hausaufgaben, implementieren den Standard und dann läuft es schon. Sicher, es gibt eine Kreuzreferenzliste, wo man sich noch ein bisschen abgrenzen kann. Da ist es möglich. Beim ZIM ist das nicht so. Und das kann man eigentlich damit auch nicht wirklich vergleichen, weil ZIM ist ein Informationsmodell, ist da eher ein Lösungskonzept. Es gibt Profile, es gibt die Erweiterungen, es gibt die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Das heißt, es sollten sich alle potenziellen Anwender tatsächlich damit beschäftigen, um den größtmöglichen Nutzen aus den Standards zu ziehen. Daher kommt die Frage, wo bekomme ich jetzt Informationen, wo kann ich mich informieren? Das ist einmal diese Smart Grid Standards Map Homepage. Die ist ganz interessant, stellt die Smart Grid Architektur dar. Und wenn ich mich jetzt für eine spezielle Komponente interessiere, zum Beispiel hier das EMS-System, dann bekomme ich durch den gelben Klick interaktiv die zugehörigen Use Cases inklusive von einer hinreichend detaillierten Use Case-Beschreibung. Und auf das Rechteck bekomme ich dann tatsächlich auch die zugehörigen Standards. Natürlich ist dabei mehr als nur der ZIM-Standard aufgeführt, aber das Interessante ist halt, wenn ich einen konkreten Anwendungsfall habe, wenn ich mich hier irgendwie informieren will, dann brauche ich nicht alle ZIM-Standards zu kaufen, um dann rauszubekommen, was ich eigentlich tatsächlich will, sondern ich bekomme hier schon mal Hinweise, was ich brauche und daher ist die Notwendigkeit, ZIM-Standards zu kaufen, schon mal vorausgewählt. Der zweite Informationsmöglichkeit ist die ZIM Users Group. Die ZIM Users Group wurde, wie gesagt, 2005 als Untergruppe der International Users Group gegründet mit dem Ziel, ZIM weiter zu verbreiten. Hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, dass es mal in diesem Forum eben die Anwender, Berater und Lieferanten zusammenarbeiten können, um die Interoperabilität der Energieversorgungsunternehmen und der Nutzung der ZIM-Normen voranzutreiben. Was hier interessant ist, es gibt einmal technische Webinare, das sind derzeit 7 Stück, die man sich angucken kann.
Des Weiteren gibt es hier wichtige Informationen, also diverse Unterlagen. Es gibt Präsentationen aus den vergangenen Tagungen zum Beispiel. Es gibt den ZIM-Primer, einmal ZIM-Primer Free und einmal ZIM-Primer für Network Management Free. Das sind aus meiner Sicht nochmal sehr gute Dokumente, die einen sehr guten Überblick über ZIM bieten. Und diverse andere Informationen, für die man sich aber gegebenenfalls einloggen muss. Und was auch noch interessant ist, die diesjährige Frühjahrs-ZIM-User-Group findet bei uns in Deutschland statt. Das mag vielleicht auch ganz einfach sein, weil man einfacher hinkommt. Es sind insgesamt 3 Tage, davon sind 2 Tage eine Konferenz, die 2 letzten Tage. Der erste Tag, der 13. Juni, ist eine sogenannte University. Das ist auch noch einmal Schulungen über ZIM. Sind 3 parallele Sitzungen. Die erste ist für Anfänger, 2. fortgeschrittene und diesmal erstmalig auch ZIM-Tooling. Mag auch ganz interessant sein, man kann diese ZIM-University auch einzeln sich anmelden. Also man muss nicht die komplette Tagung durchnehmen, man kann das auch tagesweise machen. Wie gesagt, mag dieses Jahr interessant sein, weil es relativ bequem zu erreichen ist. Da es in Nürnberg ist, einziger Wermutstropfen vielleicht, der letzte Tag ist von Leichnam, das heißt, er ist in einigen Bundesländern Feiertag. Dann natürlich die DKE-Webinar-Homepage mit den geplanten Webinaren hier. Es gibt, wie gesagt, 2 weitere für ZIM im Vorgriff auf den ZIM-Workshop. Es gibt auch die Aufzeichnungen, Videos vorhin vom letzten ZIM-Workshop, den wir durchgeführt haben, der von vor 2 Jahren. Und natürlich gibt es auch den ZIM-Workshop, Informationen zu dem ZIM-Workshop in diesem Jahr im Oktober. Dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Was ist ZIM? ZIM ist ein Informationsmodell, das speziell für die Belange der elektrischen Energieversorgungsunternehmen anhand von den Erfahrungen, Experten der Energieversorgung, Beratern und Hersteller entwickelt worden ist. Es ist wirklich extra für unseren Anwendungsfall implementiert und wie gesagt, es hat bereits 1992 angefangen. ZIM-Standards zielen auf eine vereinfachte Komponentenintegration. Fast alle von den EVUs benötigten Energienetzdatenmodelle und Nachrichtenaustauschschemata sind bereits als IEC-Standard definiert. ZIM bietet die Grundlage für ein erweiterbares Enterprise-Datenmodell mit standardisierten Klassen und unterstützt viele Funktionen, Anwendungsfälle über eine Kombination von Reuse und Erweiterung und die Architektur generell unterstützt zukünftige, nur nicht bekannte Anwendungen. So. Also wie gesagt, die ZIM-Standards sind im Hinblick auf andere Standards, nennen wir mal TASE 2 vielleicht oder die erwähnten Fernwirtprotokolle anders und sehr viel mächtiger, weil sie auf viele Arten angewendet werden können, unterstützen viele Arten von Kombinationen, Funktionen und Anwendungen und wir haben diese noch nicht bekannten Anwendungen, die natürlich von der Architektur auch unterstützt werden. Das heißt, ZIM ist mehr als ein Satz von Standards, es ist tatsächlich ein Lösungskonzept und ich kann es verwenden, um meine spezifischen Lösungen zu erarbeiten. Letzte Zusammenfassung, wer sind die Nutzer von ZIM? Nochmal, ich habe hier das UML-Modell, was angepasst und zugeschnitten werden kann über proprietäre Erweiterungen. Ich kann neue Schnittstellenprofile definieren. Ich habe meine Harmonisierung oder Zusammenführung mit anderen Standardmodellen. Die Komplexität der Integration generell bedingt natürlich sorgfältig zwischen allen Beteiligten abgestimmte Definitionen, die dann konsequent umzusetzen sind. Also ZIM ist nicht Plug and Play. Ich muss mir über das, was ich machen will, schon bewusst sein und muss die Komplexität auch verstehen. Das heißt, das betroffene Personal muss entsprechend geschult werden. ZIM ist dynamisch und für Nachhaltigkeit und Erweiterung bestens geeignet. Also bitte steigen Sie ein. Was wichtig ist, wenn so eine Integration ist, versuchen Sie nicht, die Sprache der anderen Systeme zu lernen, weil da gibt es genug Spezialisten, die genau diese Systeme kennen. Lernen Sie stattdessen ZIM als gemeinsame Sprache. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass eine Integration mehr als nur ein bloßes Mapping ist. Wir müssen immer die Geschäftsprozesse von Anfang an mit berücksichtigen, aber auch hier hilft ZIM,
weil diese ganze Grundstruktur eben schon existent ist und ich mich auf die tatsächlichen, wirklichen wichtigen Informationen, Prozesse und Qualität der Daten mir Gedanken machen kann. So, das ist ein Riesenthema. Das war's im Prinzip auch schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen interessante und hoffentlich auch neue Informationen rund um das Thema ZIM zu geben. Dann freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und vielleicht haben Sie ja auch Anregungen für uns, was Ihrer Meinung nach im geplanten DKE-ZIM-Workshop weiter vertieft werden soll. Vielen Dank. Ja, hier spricht wieder Sebastian Koster von der DKE. Ja. Vielen Dank an Herrn Rüdiger für dieses spannende Seminar zum Thema Einführung in ZIM. Recht herzlichen Dank. Dann gab es noch eine Ergänzung. Vielen Dank an den Teilnehmer. Ergänzung zu den Infos, Use Cases mit ZIM inklusive Mapping auf dem Smart Grid Architecture Model sind auch auf der Zenelec Smart Grid Seite beschrieben. Set of Standard Reports und den Link, den wir hier erhalten haben, von einem Teilnehmer, den geben wir sehr gerne weiter. Den lese ich jetzt nicht vor. Aber den geben wir dann ebenso weiter und geben ihn auch unter dem Webinar an. Recht herzlichen Dank dafür. Gibt es in der Zwischenzeit von Ihnen Fragen zum Thema Einführung in ZIM? Wenn Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt Fragen einfallen oder Sie eben Interesse an der Mitarbeit haben, sprechen Sie uns einfach an unter dke-webinare@vde.com. Das würde uns freuen, wenn Sie sagen, wir möchten mitmachen bei der Entwicklung im Arbeitskreis. Wie gesagt, können Sie das gerne machen. Die Mitarbeit ist dort auch kostenlos. Und wenn Sie generelle Fragen haben, gerne eben unter dke-webinare@vde.com. Ja, dann nochmal recht herzlichen Dank an Herrn Rüdiger. Und wie Herr Rüdiger das auch schon angekündigt hat, es gibt eine Veranstaltung dann im Herbst. Und das nächste Webinar ist am 27. Juli in der Praxis Anwendungsbeispiele. Und da weise ich jetzt schon mal drauf hin. Gut, ja, nochmal dann von meiner Seite aus recht herzlichen Dank. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir Sie oder wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf den nächsten Webinaren zum Thema ZIM oder weiteren Webinaren begrüßen dürften. Vielen Dank nochmal.